Hey Leute, ich bin der MC Brutal und wir sind nachts im Mercedes-Benz-Museum. MC Brutal, meine lieben Damen und Herren. Und während ich das so ganz steif gerade gemacht habe, könntest du das nochmal zeigen in die Kamera, wie das aussieht, wenn du diesen Satz mit Bild sprichst? Hey Leute, ich bin der MC Brutal und wir sind hier nachts im Mercedes-Benz-Museum. Sag mal, was mich als erstes interessieren würde, was hast du heute Mittag gegessen? Falafel-Jufka. Das ist ja überhaupt nichts Schwäbisches. Aber ihr habt gestern Zyberusch-Brate gegessen mit Spätzle. Weil ich habe nämlich gelesen, unter anderem die Sache, das, was dich so in deiner Heimat so fasziniert, ist das gute, leckere Essen und dass das dich hier auch gehalten hat. Stimmt das? Ja, also ich liebe Essen generell. Es gibt wenig, was ich nicht mag zum Essen. Und Lauge, Wecker, Brätzle, Spätzle, Zwiebelrostbraten, das ist das Beste. Kochst du dir das auch selbst zu Hause? Ich bin jetzt so der Superkoch. Maultasche geschmelzt, Maultasche in der Brühe, Maultasche am Abend, Maultasche in der Früh. Das mache ich schon. Also man kommt bei dir, an dir ja seit ein paar Jahren überhaupt nicht vorbei, MC Brutal. Aber falls Sie jetzt sagen, wer ist denn dieser junge Mann, schauen Sie sich mal an, so sieht es aus, wenn er rockt. Denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. In dem Lied, was wir gerade gesehen haben, drückst du ja ganz klar deine Liebe zu Stuttgart aus. Ja. Du kommst aber ursprünglich, beziehungsweise deine Eltern kommen aus Schweden, du bist in Schorndorf geboren. Ja. Und bist aber, das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, also ich bin zweisprachig aufgewachsen, Schwäbisch und Schwedisch. Klar, wir haben viele Freunde gehabt. Und da haben die Schwäbisch gelernt. Und zu dir gehört ja einfach dieses sensationelle Outfit, was wir sehen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie sieht dieser junge Mann denn eigentlich ohne seine Mütze und seine Brille aus? Würdest du mir das mal kurz geben? Ja, beim Umziehen, aber bitte nicht filmen jetzt. Nein, Moment. Du bist gar nicht zu sehen, sondern ich bin, darf ich das aufsetzen? Ja, kann ich machen. So. Also. So, jetzt muss ich mal, damit meine Frisur. Oh, die ist aber kuschelig warm. Ja. So, also. Jetzt hier noch das. MC, können wir, können die Kette. Mal so, jetzt schwätze ich ja Schwäbisch, können wir so Eiblende, wenn ihr das jetzt ja, macht. Ja, so wie der Heilige Gral ist das quasi. Ah. Und MC Brutal sitzt jetzt hier quasi entkleidet neben mir. Wie er aussieht, sehen Sie gleich nach meinem ersten Beitrag. Also dranbleiben. Der schwedische Star-Choreograf Frederick Reitman hat sich Tschaikowskis Nussknacker geschnappt und aus dem klassischen Ballett eine Hip-Hop-Performance gemacht. Es soll sich wie eine Fahrt in der Achterbahn anfühlen, wenn man seine Show sieht. Ich wollte von ihm wissen, ob er weiß, warum es sich so anfühlt. I don't know. I mean, I'm very happy to hear that the rollercoaster. Ich weiß nicht genau, aber ich bin sehr glücklich, das zu hören, dass meine Show sich anfühlt wie eine Achterbahnfahrt. Aber vielleicht ist es deshalb, weil viele Dinge passieren, mit denen die Zuschauer nicht rechnen. Auf einmal geht es in die Richtung und dann wieder da lang. Es ist einfach eine tolle Reise, wenn man die Show anschaut. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich von dieser Show gehört habe, habe ich so für mich gedacht, boah, Tschaikowski und Streetdance, das passt nicht wirklich. Das ist für mich persönlich wie Feuer und Wasser. Wie sieht Frederick das? I mean, fire and water can be like two things, I think. Fire and water is, of course, the opposite. Feuer und Wasser können zwei Dinge sein, denke ich. Feuer und Wasser sind natürlich das Gegenteil. Aber man kann auch sagen, dass Feuer Wasser braucht und Wasser Feuer. Und ich glaube, genau das ist das Interessante. Mich hat die Tschaikowski-Musik und dieser Gegensatz sehr inspiriert und ich konnte wirklich sehr gut darauf tanzen. So for me it's a resistance that makes me inspired. Diese Wahnsinnsshow kommt nach Stuttgart ins Theaterhaus und ich wollte von ihm noch wissen, wo er denn ist, wenn die Show startet. I'm in the bar. No. No, when Nutcracker is on, I'll be here for the opening night and I'll probably be in the audience taking notes. Bei der Premiere bin ich im Publikum und mache mir Notizen für die Tänzer und manchmal muss ich schreien, aber ich mache das dann so. Oh, you know, like that and I usually sit next to the lighting. Ich sitze meistens neben dem Licht- und Tontechniker und die sagen, hey,
Du kannst das nicht machen. Ich sag dir, keiner will sehen, was ich sehe, und keiner sieht die Fehler. Ich bin einfach sehr emotional involviert in die Shows, die ich kreiere. I don't know, it's like I just get very emotionally involved in the shows that I do. Hi everybody watching Pult. I'd like to invite you to my show, The Nutcracker Reloaded, playing here in Stuttgart in the 15th till the 20th of January. Welcome. Wir sind zurück mit MC Brodal. Ich entkleide mich mal, weil ich muss wirklich sagen, das ist irre heiß unter deinen Klamotten. Und so sieht er aus. Ja, das ist brutal heiß, gell. Henrik heißt du eigentlich? Ja, das ist korrekt. Mit welchen Klamotten? Weiter Schwäbisch schwätze. Du kannst auch mal Hochdeutsch switchen. Ich versuche. Solange du nicht mit mir Schwedisch schwätzt, ist alles in Ordnung. Okay. Wie viele von diesen Mützen, von diesen Ketten, und ich darf dir das alles wieder geben, und diesen Brillen hast du? Also die Brillen, die bestelle ich immer beim Großhandel. Da habe ich, glaube ich, 100 Stück. Die habe ich jetzt bloß einmal, dann gibt es aber, ich habe bestimmt noch 3 andere Mützen. Und das Wichtigste ist das hier, die Brezelkette. Die hat ein guter Kumpel von mir, hat die in Bronze selber gegossen. Also die wiegt auch einiges. Ja, die ist wirklich schwer. Damit sollst du nicht schwimmen gegangen, hat mir mal ein Fan gesagt. Hast du es schon mal probiert? Neu. Dieses Outfit, was du als MC Brodal hast, ist ja auf jeden Fall definitiv eine Marke mittlerweile geworden. Ist es auch gleichzeitig ein Fluch, weil du einfach immer in diesen Sachen, du kannst dich ja überhaupt nicht mehr verändern. Oder siehst du das nicht so? Nee, ich finde das eigentlich lustig. Also es macht Spaß und es ist halt auch so ein bisschen eine Rolle, wo man dann reinschlüpfen kann und dass man das so ein bisschen abschalten kann, wie man vom normalen Leben vielleicht so. Wir sind übrigens, du hast es ganz am Anfang gesagt, im Mercedes-Benz-Museum. Ja. Hier hast du bald ein Konzert, darüber reden wir gleich. Und außerdem hast du gesagt, du wärst bereit, mal so ein bisschen zu freestylen gleich mit uns. Ich probier's, ja. Sehr schön. Das machen wir alles gleich. Bleiben Sie dran. So, wir sind zurück. Ich bin ziemlich relaxed, MC Brodal. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, weil er wird jetzt freestylen. Weil wir haben schon gesagt, wir sind im Mercedes-Benz-Museum in der Sonderausstellung 125 Jahre VfB. Hier wirst du bald ein Konzert haben, darüber schwätzen wir gleich. Aber das ist deine Bühne und du darfst jetzt mal hingehen und ich bin jetzt mal dein Publikum. Okay, bist du ready? Ja, ich bin total ready. Okay, ich probiere jetzt mal Freestyle. Ich bin der MC Brodal, wie du es dir kannst. Und ich hab schon mal der VfB Siegestanz. Weil ich mag meinen 190er, der ist super geil. Ich drück aufs Gas, Klaus Ludwig Style. Also Leute, kommen am 1.12. zum VfB Mercedes-Benz Supermuseums Gig. Ich bin da, das wäre voll schick. Ey! Nicht schlecht. Ja, erzähl mal, du bist am 1. Dezember hier. Ja. Was passiert? Also, der VfB gewinnt gegen Augsburg, Heimspiel. Wie viel? Und 7-1 tippe ich immer. Und dann geht es weiter und dann rocket man hier das Mercedes-Benz-Museum. Dich muss man wirklich live erleben, weil du bist wirklich ein lustiger Typ und wir verlosen Karten. Okay, Leute, wenn ihr dabei sein wollt, wie mir das Mercedes-Benz-Museum rocket, dann schreibt an diese E-Mail-Adresse der Hanna. Und was müssen die machen? Einfach nur sagen, ich will dabei sein und dann mache ich alles im Hintergrund. Ich will dabei sein. Hashtag, ich will dabei sein. Sehr schön. Also ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Vielleicht sind Sie bei dem Konzert dabei und wir schalten jetzt in meinen nächsten Beitrag und sind dann auch gleich wieder hier. Und bis dahin, bleiben Sie dran. Bis gleich auf jeden Fall. Wozu brauchen wir eigentlich Musik? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Ende des Beitrags. Ich kann Ihnen aber jetzt schon mal sagen, dass sich diese Frage die jungen Künstler, die Sie hier sehen, überhaupt nicht stellen. Denn für sie alle wäre ein Leben ohne Musik definitiv nicht vorstellbar. Und ja, Sie sehen richtig, wir sind übrigens schon wieder oder immer noch im Mercedes-Benz-Museum. Ein paar Tage, nachdem wir uns mit MC Brodal für das Interview getroffen haben, hat hier diese tolle Veranstaltung stattgefunden.
Konzertive heißt das Ganze. Die Veranstaltung wird von der Stuttgarter Musikschule und dem Rotary Club Stuttgart Fernsehturm mit der Unterstützung des Mercedes-Benz-Museums ausgerichtet. Und der Abend steht unter einem ganz bestimmten Motto. Wirtschaft trifft Musik und Musik macht Karriere. Das ist so der Slogan oder die Überschrift, die uns begleitet. Und uns ist einfach wichtig, dass auch nur durch die Sponsoren, durch die Wirtschaft manches musikalische Talent gefördert werden kann. Und somit kommt es eigentlich zu einer Verschmelzung dieser beiden Wirtschaft und Musik. Und Musik ist einfach was Tolles. Auffällig neben dem großen musikalischen Talent ist hier das Alter. Die jungen Künstler sind erst zwischen 10 und 17 Jahren alt. Also ich habe größte Hochachtung wirklich davor, dass die jungen Künstler und Musiker gerade in den jungen Jahren so ein herausragendes Können an den Tag legen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern und aus Spenden kommt wieder vollständig der Förderung begabter junger Schülerinnen und Schüler der Stuttgarter Musikschule zugute. Dieser Abend ist übrigens einer von insgesamt 60 Veranstaltungen, die hier momentan in Stuttgart im Zuge des 10. Stuttgarter Musikfests stattfinden. Das Musikfest geht noch bis zum 9. Dezember und ist vor allem eine Plattform für Kinder und Jugendliche, um Musik zu hören, zu sehen und auch um mitzumachen. Und jetzt beantworten wir noch die Frage: Wozu brauchen wir eigentlich Musik? Dazu. Wir machen Musik dazu. Also nicht immer begründen müssen, warum Musik gut ist, sondern Musik ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, anderen Leuten seine Gefühle mitzuteilen und in Kontakt zu kommen, mit anderen zu spielen, mit anderen zu musizieren. Und das ist, glaube ich, Anlass genug, um Musik zu machen. Total. Wir sind schon am Ende. Immer am Ende der Sendung gibt es zwei Veranstaltungstipps und du als mein Gast darfst natürlich sagen, wo sollte man unbedingt mal hingehen? Also im Dezember sollte man unbedingt gang auf der Stuttgarter Weihnachtsmarkt und dann sollte man auch gang in Wilhelma und dann auf der Fernsehturm. Und mein Tipp ist ein ganz anderer. Am 2. Dezember findet Markt Moselle, das ist ein cooler Markt mit Klamotten für die Damen statt, und zwar in der Kulturhaus Arena. Ab 13 Uhr geht's los. MC, es war ein Fest. Ich sage vielen Dank. Ja, danke, dass Sie da seid. Das hat mir noch nie jemand die Hand geschüttelt zum Abschied, aber gut. Schwäbische Freundlichkeit. Und du darfst jetzt noch mal Tschüss sagen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, Leute. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und nicht vergessen, jetzt abschalten.